Der nächste Redner, der nächste Gast, der arbeitet da, der kennt sich da aus, wo internationale Drogenpolitik gemacht wird und damit auch internationale Hanf- und Cannabispolitik. Ihr wisst sicher, das Hauptbüro der UNO, der UNO-Drogenorganisation, der UNO-DC, sitzt in Wien. Und da sitzen auch sehr kluge Köpfe. Ist halt nicht immer einfach für kluge Köpfe, sich auch dann auf politischer Ebene durchzusetzen. Aber da sitzen auch wirklich sehr viele Menschen, die wissen, dass die Drogenpolitik momentan weltweit aus dem Ruder läuft. Und einer dieser Menschen ist der Nils Biedermann, Experte für internationale Drogenpolitik. Und ja, ich übergebe das Mikrofon an Nils. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag. Hallo, liebe Hanfparade. Ich möchte euch ein bisschen was über internationale Drogenpolitik erzählen. Es wird nicht spezifisch um Cannabis gehen, es wird ein Teil über Cannabis gehen, aber ich möchte hauptsächlich klarstellen, warum wir überhaupt in so einem prohibitionistischen System leben, wie wir hingekommen sind und was bisher passiert ist. Ich habe meine Bachelorarbeit über Drogenpolitik auf UN-Level geschrieben. Ich hatte vor 2 Jahren die Möglichkeit, bei der Sitzung der UN-Suchtstoffkommission, also der Commission on Narcotic Drugs im Englischen, teilzunehmen, über einen NGO-Pass. Und ich möchte euch quasi heute ein bisschen was drüber erzählen. Und ich möchte das in 3 Teile gliedern. Erstmal, wie sind wir überhaupt zu hingekommen? Warum sind die Substanzen illegal? Und was ist das geopolitische Klima gewesen, das Substanzen illegal gemacht hat? Dann möchte ich auf aktuelle Entwicklungen eingehen, insbesondere in der Cannabispolitik und auf internationaler Drogenpolitik. Und zum Schluss möchte ich noch meinen eigenen Senf dazu beitragen, was meine eigene Meinung zu dem Thema ist und was ich denke, wie der beste Weg nach vorne ist. So, wie wir hierher gekommen sind, wie ist Drogenpolitik entstanden? Ich fange einfach bei 1961 ein, da ist das UN-Suchtstoffabkommen verabschiedet worden. Im Englischen ist es die UN Single Convention on Drugs. Und dort ging es vor allem um 3 pflanzliche Drogen oder Substanzen, und zwar Kokain bzw. Coca, Heroin bzw. den Grundstoff Opium und Cannabis. Und es ist ganz wichtig zu wissen, was denn überhaupt 1961 passiert ist. In der bipolaren Welt zwischen Russland und den USA konnte man sich bei der UN auf nicht viele Dinge einigen. Aber auf was man sich einigen konnte, ist, dass Drogen böse sind. Und deswegen wurde 1961 mit einer überwiegenden Mehrheit entschieden, dass diese 3 Substanzen, die ich aufgezählt habe, illegal geworden sind. Man muss dazu sagen, dass es natürlich keinerlei wissenschaftliche Überprüfung dieser Substanzen gab. Also, es wurde nicht gecheckt, ob diese Substanzen ein Gefahrenpotenzial haben, ob diese Substanzen ein Suchtpotenzial haben oder ob diese Substanzen ein medizinisches Potenzial haben. Das wurde alles nicht gemacht. 1961 wurde einfach gesagt, wir können uns nur auf eine Sache weltweit einigen, und das sind Drogen. So, in der Single Convention gibt es ein Klassensystem, wo die Klassen quasi nach böse und weniger böse geordnet sind. Das ist wichtig, weil es nachher um Cannabis und diese Klassifizierungen geht. Es gibt die Bad Boy Klasse, die allerschlimmste, das ist die Klasse 4. Da wurde Cannabis zum Beispiel zu Anfang mit reingepackt, zusammen mit eben Opium und Kokain. Außerdem wurde 1961 das International Narcotics Control Board gegründet. Das INCB, wie das abgekürzt wird, ist ein Kontrollgremium, welches quasi Staaten dabei unterstützt, die internationalen Drogenkonventionen umzusetzen. Eigentlich ist das INCB aber ein prohibitionistischer Watchdog, der Leute ankackt, sobald sie auf irgendeine Art und Weise die internationale Drogenpolitik oder die Drogenpolitik in den einzelnen Ländern verändern möchten. Die sind zum Beispiel immer ganz vorne dabei, wenn Staaten Cannabis legalisieren, schickt das INCB immer Warnungen, dass sie damit ja internationales Recht verletzen, etc. So, gehen wir historisch ein bisschen weiter. 1971 wurde die Konvention über psychotrope Substanzen verabschiedet, oder die Convention on Psychotropic Substances. Die wurde 81 nochmal quasi verändert, damit neue Substanzen reinpassen. Und da sind die meisten chemischen Substanzen drin, wie zum Beispiel LSD, MDMA, Psilocybin oder auch Amphetamine. Und die letzte Convention ist die von 1988. Das ist die Convention Against Illicit Trafficking of Narcotic Drugs. Diese Convention hat gar nicht so sehr mit Drogen zu tun, sondern war einer der Hauptgründe für die Eskalation des internationalen Drogenkrieges. Das heißt, diese Convention hat den einzelnen Staaten erlaubt, Drogen aggressiver
zu verfolgen, auch in anderen Ländern, wie das die USA zum Beispiel viele Male in Süd- und Mittelamerika gemacht hat, ist diese Konvention die Basis dafür. So, zusammenfassend, in der Vergangenheit aus diesen drei Konventionen ist dieser heilige, böse Status von Drogen entstanden. Also immer noch, wir haben ja immer noch das Gefühl, dass Drogen böse sind. So, das ist so ein gesellschaftlich akzeptiertes Stigma. Drogen sind böse. Eltern sagen ihren Kindern, du sollst keine Drogen nehmen. Daraus ist es entstanden. Die Grundlage dessen ist die bipolare Welt im Kalten Krieg, wo man sich auf nichts einigen konnte. Das ist auch der Hauptgrund, warum die Beweislast, also wenn irgendwas verändert werden soll in der Drogenpolitik, warum die Beweislast immer auf den Reformern liegt. Warum müssen wir quasi bereitstellen, warum müssen wir zeigen wissenschaftlich, dass Cannabis kein großes Suchtpotenzial hat, dass Cannabis kein großes Gefahrenpotenzial hat. Das liegt daran, dass Drogen über Jahre hinweg verteufelt worden sind und die UN quasi entschieden hat, dass das so ist, mit großem Einfluss der Staaten natürlich. Was danach auch noch entstanden ist, ist der sogenannte Wiener Konsens. Der Wiener Konsens bedeutet, dass alle Gesetze, die international bei der Commission on Narcotic Drugs in Wien, also die Commission on Narcotic Drugs ist wie angesprochen der Hauptkörper der UN, der quasi Drogen einordnet bzw. verbietet, ist der Wiener Konsens stattgefunden. Und der Wiener Konsens besagt, dass alle Gesetze, die bei dem CND beschlossen werden müssen, im Konsensprinzip geschlossen werden müssen. Das heißt, es müssen alle Staaten Ja dazu sagen. Und es ist natürlich schwierig, wenn man progressive Staaten hat, wie zum Beispiel Norwegen, Kanada oder Uruguay. Und wenn man das dann vergleicht mit sehr konservativen Staaten wie China oder dem Iran, die quasi Drogenpolitik immer noch so machen, um damit Leute zu verfolgen, um damit politisch Andersdenkende zu diskriminieren. Behaltet das im Hinterkopf, weil der Wiener Konsens ist der Hauptgrund für den drogenpolitischen Stillstand auf internationaler Ebene seit Jahren. So, das ist die Vergangenheit. Jetzt wisst ihr, womit wir es zu tun haben im internationalen System. Und jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, wo sind wir denn gerade? Was ist denn jetzt passiert in letzter Zeit? Wo stehen wir gerade insbesondere in Bezug zu Cannabis? Und einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, Ende 2019 hat die Weltgesundheitsorganisation angekündigt, das erste Mal in der wissenschaftlichen Geschichte seit der Drogenprohibition Cannabis wissenschaftlich zu prüfen, ob Cannabis denn überhaupt Gefahrenpotenzial hat, ob es denn überhaupt Therapiepotenzial hat. Und die WHO ist zu einem Ergebnis gekommen. Die haben 6 Vorschläge gemacht und an die Commission on Narcotic Drugs weitergeschickt. Und der wichtigste Vorschlag von denen ist die Reklassifizierung von Cannabis in der Convention von 61. Und das heißt, Cannabis wurde aus dieser ganz bösen Stufe 4 von Substanzen, die quasi keinen therapeutischen Nutzen haben, die ein hohes Suchtpotenzial haben, wurde Cannabis quasi rausgenommen. Und Cannabis ist jetzt in der Stufe 1, in einer immer noch sehr bösen Stufe, aber die UN bzw. die WHO hatte diese Substanzen quasi an die Commission on Narcotic Drugs weitergeschickt und dort gab es einen riesigen Bruch im internationalen Prohibitionssystem. Nämlich wurde dieser Vorschlag mit 27-25 angenommen. Das heißt, die Entscheidung wurde nicht im Konsens gefällt. Und die Entscheidung heißt quasi, dass sogar endlich auf UN-Ebene nach über 60 Jahren anerkannt worden ist, dass Cannabis medizinisches Potenzial hat. Ich möchte da ganz kurz noch auf Europa bzw. auch ein bisschen auf Deutschland eingehen, weil das eine Arbeit ist, die eigentlich unsere Drogenbeauftragte machen sollte, was sie aber nie macht, keine Öffentlichkeitsarbeit. Die EU entscheidet auf solchen Blocks bzw. auf solchen Abstimmungen immer als ein gemeinsamer Block. Das heißt, die Drogenbeauftragten treffen sich einmal im Jahr, um über drogenpolitische Vorhaben zu sprechen und dann quasi bei der Sitzungen der Commission on Narcotic Drugs quasi einstimmig zu stimmen. Ich mache das hier stellvertretend für Daniela Ludwig und informiere euch darüber, dass die EU so darüber entschieden hat, quasi dafür zu stimmen, dass Cannabis quasi medizinischen Nutzen hat. So, das war das Aktuelle zum Thema Cannabis. Jetzt komme ich noch ein bisschen zum Aktuellen, was insgesamt das prohibitionistische System angeht innerhalb der UN. Und zwar hat der Präsident des International Narcotics Control Board, wir erinnern uns, der böse Wachhund, der böse Watchdog, der Staaten verurteilt, weil sie quasi andere Bewegungen in der Drogenpolitik eingehen,
Der Präsident dieses Gremiums hat letztes Jahr auf der Anfangssitzung bzw. an der Anfangssession gesagt, dass es tatsächlich nicht mehr adäquat ist, noch die gleichen Möglichkeiten und Wege zu gehen, wie wir das vor 60 Jahren gemacht haben, ohne erkennbare Ergebnisse. Und das ist ein Riesenschritt, weil das INCB immer der prohibitionistische Teil der UN war, der immer gesagt hat, ihr dürft es nicht, ihr dürft es nicht, ihr dürft es nicht. Die haben tatsächlich auch einzelnen Ländern, zum Beispiel der Schweiz, als die in den 80er und 90er Jahren Drogenkonsumräume eingeführt haben, hat das INCB denen Nachrichten geschickt, von wegen, mit diesen Drogenkonsumräumen fördert ihr den Drogenkonsum. Und das ist natürlich totaler Humbug und totaler Quatsch. Und die Tatsache, dass der Leiter dieser Organisation jetzt sagt, okay, wir müssen vielleicht was verändern, ist ein großes Zeichen international, worauf sich auch deutsche Reformer bzw. nationale Reformen berufen können. Die zweite Entwicklung ist, dass die einzelnen UN-Gremien untereinander, das heißt, es gibt ja nicht nur die Commission on Narcotic Drugs mit den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern es gibt auch einzelne UN-Gremien, die quasi von den Staaten unabhängig sind. Dazu gehören zum Beispiel UN-AIDS oder das UN-Frauenrechtswerk oder die Weltgesundheitsorganisation oder die UN-Menschenrechtsbehörde. Die UN-Menschenrechtsbehörde und alle diese Organisationen der UN haben sich letztes Jahr zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen eine gemeinsame Position zum Thema Drogenpolitik finden. Und die haben sich dafür ausgesprochen, Drogenkonsum komplett zu entkriminalisieren, Drogenkonsum zu einem Menschenrecht zu machen und Drogenkonsum quasi basierend auf Gesundheitspolitik zu machen und nicht basierend auf Kriminalpolitik. Und das ist eben auch noch ein großer Punkt, der einen weiteren Riss in diesem internationalen prohibitionistischen System andeutet. Okay, so zum Schluss möchte ich noch ein bisschen meinen eigenen Senf dazu beitragen, beziehungsweise ich möchte noch ein bisschen was von dieser Sitzung erklären oder erzählen, auf der ich vor 2 Jahren war. Und nämlich ist es so, dass wenn ihr denkt, dass deutsche Drogenpolitik super absurd und kontraintuitiv und unlogisch ist, dann ist internationale Drogenpolitik die Absurdität schlechthin. Also auf diesen Konferenzen gibt es Zwischenrufe, warum denn die Todesstrafe für Drogenkonsum noch, also warum Menschen das abschaffen wollen. Länder, die einen massiv riesigen Drogenkrieg führen, wie zum Beispiel die Philippinen oder der Iran oder China, dürfen ihre Meinungen dort frei vertreten und dürfen Flyer verteilen. Die Philippinen haben total abgefahrene Anti-Drogen-Comics verteilt. Das heißt, da sind wir als Deutsche, beziehungsweise Deutschland ist da im Bereich Drogenpolitik und Gesundheitspolitik schon recht weit. Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die deutsche Drogenbeauftragte Marlene Mortler wurde auf den Sitzungen der Commission on Narcotic Drugs immer sehr gefeiert. Sie hat ein sehr positives Bild auf diesen Konferenzen abgegeben, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber sie hat sich einfach hingestellt und hat gesagt, Drogenpolitik ist Gesundheitspolitik und bitte hört auf, Leute umzubringen. Das ist das Level, auf das man sich im internationalen Rahmen bewegt. Und weiterhin gibt es halt eben, wie ich das schon angesprochen habe, gibt es diesen riesigen Divide zwischen reformorientierten und guten Ländern, die gesundheitsorientierte Drogenpolitik machen wollen, wie zum Beispiel Norwegen, die jetzt Drogenkonsum entkriminalisieren, wie jetzt Cannabis, wie Kanada, die Cannabis legalisiert haben und wie Uruguay, die schon vor längerer Zeit Cannabis legalisiert haben. Und ich glaube, ein riesiger Knackpunkt bei den nächsten Sitzungen wird, wie sich die Cannabis-Legalisierung in den Staaten weiterentwickelt. Da die USA natürlich angefangen haben, Drogen zu verbieten und das auch massiv zu verfolgen, wird es ein großer Riss und großer Knackpunkt im internationalen System sein, wenn sich die USA dafür aussprechen, Cannabis auf staatlicher Ebene zu legalisieren. Da die Wahrscheinlichkeit recht gut ist, dass das in den nächsten paar Jahren passiert, freue ich mich sehr darauf zu sehen, was dort quasi noch passiert. Und ganz zum Schluss, wenn ihr in der internationalen Drogenpolitik was verändern wollt, dann würde ich euch bitten, weiterhin auf nationaler Ebene euch einzusetzen, weiterhin versuchen, die deutsche Drogenpolitik zu ändern zur Legalisierung von Cannabis. Man hat in anderen Staaten schon gesehen, dass es sich lohnt, hier mit internationales Recht zu brechen, dass es sich lohnt, Cannabis zu legalisieren und eine gesundheits- und menschenrechtsorientierte Drogenpolitik zu fahren. Deswegen möchte ich euch bei euch allen bedanken, die ihr hier seid. Macht weiter Stimmung und klärt weiter Leute auf. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.